Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Und heute werde ich euch zeigen, wie man ein cooles, überwachsenes, Wikinger-like Haus bauen kann. Also sieht irgendwie so Wikinger-mäßig aus, ist überwachsen und halt ziemlich cool. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an damit. Alles, was ich dafür benutze, seht ihr hier in meiner Hotbar schon. Und ich benutze hier vor allem eben das Tannenholz oder das Sprucewood und davon halt alle möglichen Sachen. Und dann noch eine Laterne und eben Grasblöcke. So, ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an damit. Und zwar überlegen wir uns zuerst, wo der Eingang hin soll. Ich mache den jetzt einfach mal hier hin. Und dementsprechend kommt hier dann erstmal ein Block hin, hier soll die Tür rauf. Und dann umranden wir das Ganze hier einmal schon mal mit ein paar Blöcken und machen dann hier in die Mitte so eine, ja, so eine Stufe nochmal, damit man hier später eine coole Eingangstür reinbauen kann. Dann machen wir links und rechts davon Holzblöcke davon, allerdings ist das dieses entrindete Tannenholz quasi. Und davon gehen wir dann hier erstmal ein paar Blöcke hoch. Dann kommt hier oben, würde ich sagen, noch ein Fenster rein. Fenster sind hier immer drei hoch, denn wir machen das so, dass hier zuerst wieder so eine Treppe kommt und hier auch eine. Und dann kommt dazwischen so ein Fence-Gate und das sieht dann halt aus wie ein Fenster eben. Und dann machen wir das Ganze so hoch, wie es ist, beziehungsweise einen Block höher und legen dann hier oben nochmal einen Balken quer und dann machen wir hier oben nochmal ein paar Blöcke drauf. Sollte ungefähr so aussehen. Und das nächste, was wir jetzt machen, ist, wir gehen ein bisschen in diese Richtung und zwar insgesamt zwei Blöcke und da kommt dann auch wieder so ein Balken hin, den können wir hier eigentlich auch schon mal machen. So. Und dann machen wir das Ganze hier schon mal voll. Zack, 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 zack. Und was denn hier hinkommt, ist quasi noch eine Art Fenster und zwar machen wir hier insgesamt wieder zwei Blöcke nach oben und zwei Blöcke breit auch. Hier kommt nämlich gleich wieder so ein Balken hin. Und wenn wir diese zwei Blöcke haben, dann machen wir hier wieder ein Fenster hin und zwar genauso wie wir das andere auch gebaut haben. Und dann machen wir hier nochmal, oh hoppala, solche Blöcke hin. Sollte ungefähr so aussehen und dann machen wir das noch ein höher und den dann auch so hoch. Das ist jetzt insgesamt quasi ein niedriger als das auf der anderen Seite, also als dieses hier. Und so soll es dann auch sein und das gleiche machen wir dann hier auch nochmal. Bedeutet hier wieder ganz nach oben. Hier dann wieder quasi bis ein da unter. Hier zwei Blöcke hoch und dann machen wir hier wieder ein Fenster rein, zack. Und dann machen wir hier dran dann nochmal so einen Holzklotz. Und das sollte dann im Endeffekt so aussehen bei euch. Was wir dann machen ist, wir gehen hier einen Block quasi rein, machen drei Blöcke, zwei Blöcke, ein Block. Sollte ungefähr so aussehen. Und dann schnappen wir uns die Stufen und platzieren hier einen Block hin. Dann machen wir dieses umgedrehte Prinzip wieder mit den Stufen. Und das machen wir dann, bis wir hier oben sind quasi. Und hier oben kommen dann Halbsteine rauf. Und zwar gehen wir hier schon mal ein bisschen zurück. Aber wie weit, das machen wir dann später. Und hier kommen dann quasi die Grasblöcke hin. Beziehungsweise auch das Dach gleichzeitig. So in etwa. Dann können wir das eigentlich schon mal bis hier hinten ziehen. Je nachdem, wie groß oder wie lange ihr das Haus halt bauen wollt, könnt ihr das natürlich jetzt unendlich lang machen, theoretisch. Aber ich mache es jetzt erstmal nur so lang. Und das gleiche machen wir natürlich hier auch. Das bedeutet, wir gehen hier einen nach hinten, machen drei Blöcke dahin, zwei Blöcke, ein Block. Wir machen dann hier dieses abwechselnde System wieder mit den Stufen, damit das hier möglichst cool aussieht. So, und dann hier oben, wie gesagt, die Halbsteine drauf. So, sieht natürlich auch immer nice aus, wenn ihr so ein Haus schon an so einem Hügel baut. Dann blendet das so ein bisschen ein mit dem Haus und das sieht so aus, als würde es dazugehören, irgendwie so in die Wildnis quasi. Und ja, so, wenn wir das soweit haben, dann machen wir hier die nächste Reihe hin. Und zwar machen wir dann hier erstmal einen Block gegen den Pfahl quasi und machen dann daneben eine Stufe. Dann machen wir den davor nämlich wieder weg. Und hier machen wir jetzt auch dasselbe System wieder. Und zwar machen wir das diesmal allerdings bis ganz nach oben. So. Und das soll nicht aufhören, sondern wie gesagt, bis ganz nach oben kommt das hier. So. Das gleiche machen wir dann hier auch nochmal. Das bedeutet, wir gehen hier einen zur Seite. Und machen das dann hier nach oben. Hoppala. Ist natürlich im Survival ein bisschen blöder als im Creative, aber das, denke ich, kriegt ihr trotzdem hin. So schwierig ist es ja denn doch nicht. Was wir hier oben machen, ist erstmal einen ganzen Block da rein. Dann sollte das in etwa so aussehen. Und dann machen wir hier einen Block so und einen Block so und dann so. Dann haben wir hier so diese, ja, diese Wikinger-Anordnung quasi. Sieht ziemlich nice aus. Und das nächste, was wir machen, ist dasselbe nochmal, nur halt auf diesem hier. Also das wird dann so eine Art Vordach quasi, das ist insgesamt ein bisschen niedriger. Und hier haben wir schon wieder direkt so ein... Irgendwie in all meinen Videos kommen irgendwie irgendwann diese komischen Trailer an. Das ist auch ganz lustig. Aber naja, das soll uns ja nicht abhalten hier vom Bauen. So. Und hier machen wir das dann genauso, wenn wir eben hier bei dem letzten Block quasi angekommen sind. Machen wir hier erstmal einen Block zwischen. Machen dann diesen hier. Zack. Machen das so hoch. Machen dazwischen einen Block. Und dann, was wir hier noch machen können, ist hier nochmal einen Block runter machen. Und dann platzieren wir hier oben nämlich eine Trapdoor. Das sieht eigentlich auch ganz cool aus, beziehungsweise könnte man da unten auch noch eine machen. Ja, sieht eben ganz cool aus, müsst ihr aber nicht machen natürlich. Was wir hier dann noch machen, sind nochmal zwei Blöcke. Oder wir machen hier mal drei Blöcke hin, glaube ich. Und dann platzieren wir hier jeweils Trapdoors, die dann insgesamt so aussehen. Kann ich da oben keinen hinbauen? Okay, dann nehmen wir hier einfach einen Halbstein hin, so, zack. Sieht auch ganz gut aus. Und dann hängen wir hier unter nämlich eine Laterne. Sieht eigentlich auch immer ganz cool aus und dann findet man auch im Dunkeln seine Eingangstür quasi.
Was wir dann natürlich noch machen, ist, wir stellen uns eine ganz normale Tür und platzieren die von innen allerdings hier rein. Denn wenn ihr sie von außen platzieren würdet, dann würde man hier oben so eine Lücke sehen und das sieht natürlich doof aus. Dementsprechend platzieren wir das von innen. Und das sollte dann so aussehen. Und dann haben wir eigentlich das Gröbste schon geschafft. Was wir jetzt natürlich noch machen müssen, ist den ganzen Dirt hier platzieren, also aka das Dach eben in diesem Fall. Das machen wir dann hier einmal entlang. Und wenn wir hier sind, also hier quasi auf der unteren Seite, dann schnellen wir uns hier einmal Trapdoors und platzieren die hier unten einmal und dann gegen diesen Dirtblock. Und das machen wir natürlich auf der anderen Seite auch. Ansonsten würde das halt ein bisschen komisch aussehen, wenn man da halt die Erde halt von unten irgendwie noch sieht. Irgendwie, weiß nicht, das würde einfach awkward aussehen. Und hier machen wir dann genau dasselbe. Dann müssen wir hier allerdings diesen Block nochmal wegmachen. Und das ziehen wir dann eben so weit, wie wir halt das Haus bauen wollen, quasi nach hinten. Und hier natürlich auch. So, und das machen wir, bis wir ganz oben sind. So, und das geht eben bis ganz oben so schräge zu. Und dann machen wir dasselbe hier nochmal. Und ich habe jetzt Optifine drin, deswegen sieht man hier, wie das hier alles zu Gras wird. Falls ihr keinen Optifine habt, werdet ihr hier natürlich noch die Dirt-Grenze sehen, aber das ist, denke ich, nicht so wild. So, machen wir hier nochmal. Und hier dann natürlich nochmal. Und das hier jetzt quasi der unterste Block und dementsprechend wollen wir hier natürlich nicht dieses Dirt-Zeug sehen und platzieren hier auch nochmal entlang eben Falltüren. Das müssen wir natürlich jetzt auf der anderen Seite auch nochmal schnell machen. Das bedeutet hier auch zack, 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 Falltüren gegen. Und dann sollte das im Endeffekt so aussehen. Und was wir jetzt natürlich noch machen müssen, ist das hier verkleiden, weil diese Innenseite würde ja ein bisschen komisch aussehen. Und dementsprechend platzieren wir hier erstmal ganze Blöcke hin. So. Und dann machen wir unter die ganzen Blöcke Treppen. Und dann sieht man nämlich von außen nicht mehr, dass man hier reingucken kann. Oder man sieht halt nicht mehr rein, so rum. Und diese Treppen, die benutzen wir nämlich auch für das Dach hier. Denn wir wollen natürlich auch von innen diesen ganzen Dirt-Scheiß nicht sehen. Hier machen wir dann erstmal noch so einen Balken rüber übrigens. Und füllen das Ganze hier nochmal ein bisschen aus. So, zack, sollte ungefähr so aussehen dann im Endeffekt. Oder dieser hier sollte natürlich so aussehen. Oder ich mache den mal so, so sieht das, glaube ich, noch ein bisschen besser aus. Dann natürlich noch einen weiter, so. Ja, so bin ich zufrieden. Und dann, damit wir den ganzen Dirt nicht sehen, platzieren wir hier einfach umgedreht Treppen überall hin. Und dann haben wir das nämlich auch soweit fertig. So, und wenn wir ganz oben angekommen sind, dann machen wir nämlich noch was anderes. So, zack, zack, zack. Dann machen wir hier nochmal schnell alles voll. Und hier oben platzieren wir dann allerdings diese Trapdoors einmal entlang. Das sieht am besten aus, denke ich. Und jetzt könnt ihr halt theoretisch das Ganze einrichten, wie ihr möchtet. Ein Einrichtungstutorial mache ich jetzt hier nicht, das würde nämlich einfach zu lange dauern. Aber was wir hier auf jeden Fall noch machen, ist, wir schnappen uns entweder Bone Meal, das können wir machen, oder wir schnappen uns ganz einfach diese Gräser, die wir abgeschnitten haben mit Scheren. Und dann können wir hier, wie gesagt, entweder überall mit Bone Meal einmal lang gehen. Und dann haben wir hier oben auch noch Blumen drauf. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. So, wir machen eine Seite nämlich mit Bone Meal und die andere Seite mache ich nur mit diesen Gräsern. Dann könnt ihr euch nämlich entscheiden, welche ihr cooler findet, so. Und das Ganze würdet ihr jetzt halt, wie gesagt, so weit machen, wie ihr halt möchtet. Ich mache das Ganze jetzt insgesamt nochmal 3 Blöcke weiter, denke ich. So. Und dann würdet ihr halt auf dieser Seite eben genau dasselbe machen, wie ihr auf der anderen Seite gemacht habt. Also genau denselben Eingang. Theoretisch nur halt eben nicht so hoch, ist ja klar, weil hier habt ihr ja nicht so viel Platz. Oder ihr baut hier einen anderen Eingang, das könnt ihr natürlich auch machen. Je nachdem, wie ihr möchtet, ist im Endeffekt Minecraft und ihr könnt ja tun, was ihr möchtet. So, aber ich will euch hier natürlich ein paar coole Ideen geben, auf jeden Fall. Und auf dieser Seite platzieren wir jetzt mal nur Gras. Mal gucken, was ihr denn cooler findet. Ich persönlich finde Gras an sich, glaube ich, besser. Allerdings, wenn es so viel Gras ist und nur Gras eben, dann würde ich, glaube ich, tatsächlich das andere bevorzugen. Einfach mal hin und wieder auch Blümchen dazwischen und so. Und sieht halt auch ein bisschen natürlicher aus, wenn halt auch mal andere Sachen sind als nur Gras. So. Aber ich zeige euch das jetzt mal von dieser Seite. Sieht eben ziemlich überwachsen aus, aber eben auch sehr einseitig. Und auf dieser Seite sieht es halt ein bisschen ja, mehr nach Natur aus quasi. Und das ist eigentlich das ganze Tutorial für dieses Haus schon gewesen. Wenn ihr ein Tutorial fürs Einrichten haben möchtet, kann ich euch das auch gerne machen. Allerdings wäre das wahrscheinlich ein zu langes Video und dementsprechend mache ich hier erstmal nur das hier. Und im Endeffekt, so Einrichtung kann man ja eh, wenn man zum Beispiel Survival spielt, dann weiß man ja schon, was eigentlich reinkommt. Also Enchanting Table, ein ganzer Haufen Kisten und so weiter. Aber trotzdem, wie gesagt, ich kann dazu ja auch ein Tutorial machen. Und ansonsten, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal Hashtag Viking in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich, dass es euch soweit gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.